Willkommen zurück zu Silent Hill Fear the Room. Wir hatten zwar das Bild hier gesehen, aber als ich hier das letzte Mal nochmal draufklickte, jetzt Ende des letzten Parts, habe ich hier gelesen, ich habe gehört, dass sein Sohn, also von Sunderland, der Hausmeister, und seine Schwiegertochter vor einigen Jahren in Silent Hill verschwanden. Ich weiß nicht, ob das da das letzte Mal auch stand, ich bin mir nicht so sicher, aber jetzt habe ich es halt nochmal nachgelesen. Gespeichert haben wir ja, das heißt, ich gehe wieder zurück ins Wassergefängnis, wo wir gerade hingehören. Leider. Und ich werde jetzt hier auch gar nicht lange rumlungern. Wir werden da wohl oder übel nicht drum rumkommen. Einige von diesen ekligen Monstern, die auf einmal plötzlich immer vor allem stehen, haben wir schon erledigt. Und einige werden wahrscheinlich noch dran glauben müssen. Wir haben noch nicht alles angeguckt und wir müssen irgendwie noch einen weiteren Weg finden, ne? Das Wasser fließt schon mal, das ist schön, aber das so alles ist, was wir tun sollen, ich weiß es nicht. Ich werde nochmal hier in meine Notizen gucken. Ja, komm, macht ihr da oben mal euren Kram Notizheft. Wo steht denn das nochmal mit dem... Das hier wollte ich. Um die Zellenbeleuchtung im zweiten Stock einzustellen, müssen Sie dieses Wasserrad drehen. Denken Sie daran, dass das Wasser in Richtung des Wasserrads fließen muss. Sie müssen natürlich auch das Schleusentor auf dem Dach öffnen. Naja, das haben wir ja gemacht. Und warte mal, können wir denn nicht jetzt dann das Wasserrad drehen, um dann den Strom anzumachen? Geht das jetzt? Also bin ich jetzt verwirrt? Hatten wir das schon gemacht? Ging das überhaupt? Oder ging das erst, wenn man das da oben dreht? Also wenn man das oben gedreht hat. Gibt es ja auch ein Rad, was ich drehen kann? Weil das dreht sich doch jetzt. Heißt das, der Strom geht? Heißt das, es läuft? Ja, du hast es nicht... Schön, aber... Ich weiß nicht, geht der Strom dadurch jetzt? Guck mal, da leuchtet doch jetzt auch eine Lampe. Vielleicht soll ihm das ja auch signalisieren. Hey, du hast jetzt Licht im zweiten Stock. Ich weiß gar nicht, ob wir im zweiten Stock schon... Wir waren ja noch nicht im zweiten Stock, da wollte ich ja jetzt hin. Vielleicht haben wir ja Glück und haben das jetzt schon dann erledigt mit dem Strom. Dem Licht. Wäre schön. Mal hier hoch. Ich schade, hier ein bisschen hochzurennen. Oh, nö, komm, nun lass mich doch mal. Schön am Rand laufen, Henry. Schön am Rand. Am Rand habe ich gesagt. Warum? Ey. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ja, hättest du dir gedacht, ne? Ich bin ja hier schon ganz am Rand. Was soll ich denn sonst noch machen? So, jetzt dürfen eigentlich keine mehr kommen. So, jetzt laufe ich hier lang, da lang. Und dann können wir ja von außen hier auch mal reinkommen. Anstatt von innen das zu probieren. Und die nächste Tür, die nehmen wir dann einfach, oder was? Ja, ja, kommt ruhig alle. Kommt, ihr Viecher, kommt. Oh. Ich hasse euch. So geht's auch. Vorbei hier, vorbei. Geh da rein. So, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Guck mal hier, 2F. Genau da, wo wir hin wollten, werden wir uns hier mal nochmal umschauen. Kaputt. Dafür nehmen wir mal das Rohr. Das ist effektiver hier. Was sind das eigentlich bitte für komische Alienstäbe? Kaputt. Ich weiß es nicht. Wo guckst du hin? Auf die Matschwürmer. Die Matschwürmer. Offen. Was ist hier? Es ist ein Tagebuch. Ich habe das Guckloch des Überwachungsraums die ganze Zeit beobachtet. Und manchmal ist er da. Ich weiß es, weil ich manchmal einen Schatten sehe oder Schritte höre. Ja, wenn du hier die ganze Zeit stundenlang drinnen sitzt, dann würde mich das nicht wundern, wenn irgendwann mal... Da
Da wird man doch wahnsinnig, in so einer Zelle gefangen und da... Ja, schön, jetzt werden wir schön beobachtet. Oh, da wirst du doch wahnsinnig, weil du stundenlang hier drinne hockst. Ist auch offen. Was ist hier? Flasche ist mit schwarzem Pulver gefüllt. Was für ein schwarzes Pulver? Was für ein schwarzes Pulver? Hier ist auch wieder ein Loch. Hä? Okay. Kaputt. Die sollen mich nicht erwischen. Kaputt. Ist offen. Waren wir hier schon? Nee. Oh, was ist denn hier jetzt? Ein Stück Papier, auf dem etwas steht. Es sieht immer noch wie Kinderschrift aus. Ich habe in die Hose gepinkelt. Ich muss sie waschen, damit es niemand merkt. Oh, da war gerade ein Schatten. Ich glaube, jemand hat mich gesehen. Oh, wie viel Angst die Kinder gehabt haben müssen. Jetzt haben die sogar Angst, sich in die Hosen zu machen und sollen hier angeblich alleine gewesen sein. Wie grausam. Ich werde die alle töten hier, die Kinder hier reingesteckt haben. Das ist fucking Wish House hier. Ich kacke noch eins. Schrecklich sowas. So, da ist aber irgendwie überall kaputt gewesen. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder durch. Ach, da hinten sind jetzt auch wieder die Stäbe. Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Nein! Wenn man einen erwischt, gleich mitnehmen. Also ich laufe wieder höher. Hat mir das jetzt hier irgendwie was gebracht gehabt? Das war gut. Dann verfolgt er mich nicht mehr. Hier vielleicht nochmal rein. Der ist runtergeplumpst. So, wo sind wir hier? 3F. Hier waren wir aber schon. Ach, hier waren die Löcher. Ja. Bringt mir das was? Wir sollten ja irgendwie in den zweiten Stock. Da war doch... Da war ein Loch. Können wir durch das... Warte, lass mich mal überlegen. Wir gehen jetzt hier vom dritten Stock in ein Loch. Dann springen wir runter in den zweiten. Ja, ja, das ist... Ja. Und dann... Wir springen nochmal. Hier ist wieder so ein toter, ekliger. Da springst du jetzt nochmal durch. Und dann, weiß ich nicht. Ich muss hier irgendwie mal weitergehen. Nee. Jetzt gucken wir mal. Kannst du hier raus? Nee. Irgendwann muss es ja wieder gehen. Und schlimm ist es jetzt nicht, denn wir haben ja die ekligen anderen Viecher schon getötet hier. Kannst du hier raus? Nein, es ist überall kaputt. Ich hätte ein anderes Loch mal nehmen sollen, ne? Das wäre klüger gewesen. Es wäre viel klüger gewesen, mal ein anderes Loch zu nehmen. Ja, aber vielleicht können wir hier mal, jetzt wo wir noch nicht waren. Ich hatte die Leiter hier oder was nicht benutzt. Geh mal hier raus. Und dann geh mal hier hoch. Hier waren wir noch nicht. Das ist die andere Seite von den Gefängnissen. Hier ist ein Dokument. Mensch, wäre ich mal gleich hier das letzte Mal hin. Dieser Ort verfällt immer weiter. Die Türen von mehreren Zellen lassen sich nicht mehr öffnen und die Kinder darin können nicht mehr hinaus. Aber je weniger sie darüber wissen, umso besser. Wie krank. Ich kann die Türen nicht öffnen, aber von diesem Zimmer aus kann ich beobachten, wie sie von Tag zu Tag stärker abmagern. Ohne Nahrung und Dusche werden sie dort drin zu kleinen, stinkenden, grauen Klumpen. Auf den Vorschlag eines Ingenieurs haben wir die Leichen beseitigt, indem wir ein Loch unter den Zellen gegraben haben. Da jeder Stock des Gebäudes unabhängig gedreht werden kann, können wir die Leichen beseitigen, ohne dass die anderen etwas merken, indem wir jede Zelle mit einer Leiche vertikal ausrichten. PS, Chef. Ich wette, Sie brennen darauf, den Vernehmungsraum hinter der Küche zu sehen. Ich verstehe Ihre Gefühle, aber haben Sie etwas bemerkt? Es gibt 3 Zimmer mit blutigen Betten. Eins ist im Erdgeschoss, eins ist im ersten Stock und eins ist im zweiten Stock. Wenn Sie diese 3 Räume in Linie bringen, bingo. Oh mein Gott.
Ey, ich würde mit dem Schweißbrenner hier rangehen. Ich würde eine Bombe platzen lassen. Das wäre mir doch alles scheißegal. Was ist das für ein roter Knopf? Das wäre mir doch egal. Hauptsache die Kinder sind. Und wenn, warum kann man durch die Löcher, durch die man die doch beobachten kann, nicht auch essen oder was weiß ich was durchstecken? Ganz ehrlich. Also da gibt es ja wohl eine Möglichkeit. Aber gut, ist ein Spiel, ne? Nicht aufregen. Ach, hier sehen wir unseren. Gleich das Richtige. Oh nein, den müssen wir auch noch He's gonna rausholen. kill me. Walter's gonna kill me. Oh, er hat so Schiss vor Walter. He's gonna kill me. Wie kriegen wir ihn denn da mal raus? Wir müssen ihn da rauskriegen. Und vielleicht kriegen wir ihn ja raus, indem wir die Dinger hier in eine Linie bringen. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das machen. Ist das der blutige Raum, weil hier ein bisschen Blut zu sehen ist? Das ist der Strickraum, ist auch schön. Ihh, da sind wieder diese ekligen Stäbe. Was ist das hier? Vielleicht ist es dieser rote Knopf zum Orientieren nur da. Das ist doch bestimmt der blutige Raum. Wo kann ich das denn jetzt machen? Geh mal. Vergiss es. Wo guckst du denn eigentlich immer hin? Er guckt in jedes Loch. Naja, er guckt in jedes Loch. Und wo kann ich das machen, wenn ich jetzt hier hinaufgehe? Aha. Dokument. Dann wollen wir nochmal lesen hier. Um die Kinder genau im Auge zu behalten, müssen die Zellen gut beleuchtet sein. Die Lampen im zweiten Stock wurden ursprünglich als Suchscheinwerfer angeschafft. Zum Schutz vor einem Stromausfall wurden sie an einen privaten Generator angeschlossen. Im Keller ist ein hydroelektrischer Generator. Um das Erdgeschoss und den ersten Stock zu beleuchten, müssen die Leichenbeseitigungsrutschen verwendet werden. Da jedes Stockwerk des Gebäudes gedreht werden kann, können alle Zellen durch das Ausrichten der Löcher beleuchtet werden. Die regelmäßige Wiederholung dieses Vorgangs ist ein wirksames Mittel, damit die Kinder weiterhin ängstlich und brav sind. Oh, ich will das gar nicht. Oh, das ist eins so von Sachen, die ich bei Silent Hill in diesem Spiel so schlimm finde. Dieses Gefängnis mit den Kindern. Das habe ich immer im Kopf gehabt, so. Das finde ich einfach voll eklig. PS, Chef, wenn Sie den Griff in der Mitte dieses Zimmers be betätigen, können Sie die Zellen leicht drehen. Sie können das Erdgeschoss nicht drehen, also richten Sie den ersten und zweiten Stock anhand der Zelle des Erdgeschosses aus, die das blutbefleckte Bett enthält. Okay, übrigens mit dem Guckloch in diesem Zimmer können Sie leicht prüfen, ob Sie es richtig machen. Versuchen Sie es mal. Vergessen Sie bitte auch nicht, das Schleusentor auf dem Dach zu öffnen. Sehr nett von Ihnen, Chef. Ey, was für eine kranke Scheißeinrichtung, ey. Ganz ehrlich. Gucken wir hier nochmal durch. Hier ist nichts zu sehen. Wir können ja hier jetzt irgendwie drehen. Ich weiß noch nicht, wo der Hebel ist. Muss ich nochmal gucken. Anhand von unten müssen wir es ausrichten. Ah, hier ist das Rad. Okay. Dann, ja, guck da mal durch. Hier ist der Wäschedings, okay. Und dann. Aha. Okay, dann drehen wir mal. Griff. Wir drehen mal nach rechts. Ich mach einfach mal. Das wird jetzt eine Weile wahrscheinlich dauern, weil ich keine Ahnung habe, wie sieht's vor. Weiß ich jetzt, wie es geht? Jetzt habe ich das nach da gedreht und. Schön. Was habe ich da gedreht? So, jetzt gehe ich nochmal hinauf. Ah, jetzt bin ich ganz oben. Eine Art Notiz. Die Geheimnummer für die Tür auf der Rückseite der Küche lautet diesen Monat 0302. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Das muss ich mir aufschreiben. Okay. Ich denke mal, da wollen wir dann hin als nächstes. Wenn wir jetzt hier durchgucken. Muss es jetzt dann leuchten oder wie? Oder ist jetzt schon. Weiß ich nicht, ob ich das hier alles überhaupt richtig mache. Wir brauchen Licht, aber ja, jetzt können wir hier wieder drehen. Dann drehen wir hier mal nach links. Und unten mal nach rechts, oben mal nach links. Anscheinend war das richtig. Er kommt raus. Und ich habe es wirklich jetzt nicht nachgeguckt. Es war jetzt wirklich nur geraten, ne? Dass ich hier einmal in die Richtung, einmal in die. Ich hätte jetzt auch völlig.
Also er ist rausgekommen, das ist ja schon mal super. Aber ist es das, was wir wollten? Also natürlich wollten wir ihn da rausholen, aber... Wir gehen mal runter. Vielleicht können wir mit ihm reden. Ich gehe mal raus hier. Geh mal hinunter. Und nochmal hinunter. Let me stay in there. God, please. Good God, let me out of here. I'm trying to die in here. Make me stay in there, Walt. Walter, I'm telling you, stay down. Walk away. Who is that boy? And who are you? His name's Walter. Walter Sullivan. I used to work at the orphanage watching the kids. I'm Andrew DeSalvo. They tried to make it seem like an orphanage, but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. And that kid Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh, God. Oh. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Nee. Ich sollte vielleicht hier schnell abhauen. Wo ist er denn jetzt hin? Und ich bin wirklich, wie gesagt, sehr erstaunt, dass das jetzt so gut klappte. Ich erinnere mich noch, als ich das, glaube ich, zum ersten Mal spielte. Da habe ich ewig gebraucht mit diesen Rädern und den Räumen. Und ich bin irgendwie froh, dass es jetzt per Zufall wirklich so gut geklappt hat, weil ich hätte das jetzt nicht gecheckt mit diesem blutigen Raum. Und wer jetzt die Leitern dachte, ich muss ich jetzt rauf und runter steigen und die in eine Linie oder was bringen. Bitteschön, hat geklappt. Was wollen wir mehr? Aber... Was wollen wir jetzt eigentlich mehr? Also jetzt wollen wir raus? Oder wie? Oder was? Und das Kind ist Walter Sullivan? Dann, wie soll denn das Kind die alle töten? Das ist ja voll krank. Und er hat hier eigentlich gearbeitet. Zuerst will ich ihn hier unbedingt rausholen. Und dann ärgere ich mich zugleich schon wieder. Weil, wenn der hier gearbeitet hat, ist das ja so ein blöder... Arsch, der jetzt hier die Kinder eingesperrten beobachtet hat. Also dann hätte ich den mal da drinnen krepieren lassen sollen. Der hat die Kinder da drinnen ja auch krepieren lassen. Oder es war einer der wenigen, der das nicht gut fand. Aber wie gesagt, ich muss mich da zurückhalten irgendwie. Vielleicht können wir jetzt hier da hinten auch durch. Das haben wir auch nicht probiert. Vielleicht geht das ja jetzt. Können wir hier durch? Ist er jetzt vielleicht offen? Wann ist hier offen? Was muss ich tun, damit es sich hier öffnet? Weiß ich nicht. Versuch's mal. Kann sie nicht sehr weit öffnen. Was muss ich denn machen, damit sie sich öffnet? Irgendwie sind wir hier noch nicht durch, ne? Oder bin ich mit dem Räumedrehen auch noch nicht durch? Ich meine, wir haben ihn jetzt rausgeholt, aber vielleicht reichte das ja auch noch gar nicht. Warum ist jetzt hier eigentlich das Wasser nicht mehr da? Hä? Ich bin verwirrt. Aber wenn wir schon mal wie immer hier sind, gehen wir natürlich durch das Loch erstmal nach Hause. Weil das muss ich ja nicht nochmal haben, dass ich das mit dem Drehen... Okay, rechts, links kann man sich merken, aber ist genug passiert, um mal wieder einen Abstecher ins Apartment zu machen. Wir beginnen im Apartment und wir gehen zurück ins Apartment. Vielleicht gibt es ja hier auch wieder Neues. Neuigkeiten. Neuigkeiten in 302. Einmal einen Blick hinauswerfen, einmal einen Blick in den Himmel, kein Heißluftballon mehr da, schade aber auch. Dann raus mit dir. Oh, Anspannung, kein neuer Zettel. Gucken wir mal hier durch. Ach, er wieder.
Aber er erschreckt mich immer, wenn auf einmal jemand vorm Guckloch ist. Da erschrecke ich mich immer. Er wundert sich immer noch. Was ist denn hier los? Im Apartment. Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Ich bin James Sunderlands Vater? Großvater? Hier ist immer noch nichts los. Es rauscht immer noch. Immer noch kein Strom. Dann würde ich sagen, speichere ich mal. Nee, Eileen haben wir vergessen. Die grundlegenden Prüfungsgucker hier. Ja, guck doch mal. Nein, nicht die Schrift. Nicht die Schrift. Eileen wollen wir sehen. Eileen, immer noch im Bett auf dem... Im Bett auf dem Lesen, genau. Mhm. Daran merkt man, dass ich jetzt schon irgendwie 3 oder 4 Parts hintereinander aufgenommen habe. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.